Ja, ich bin Florian Glaser, ich bin Doktorand am Lehrstuhl für E-Finance. Der wird geleitet vom Professor Gomba und wir beschäftigen uns mit elektronischem Wertpapierhandel, mit der Abwicklung von Wertpapieren oder den Geschäften, die daraus resultieren, wenn ich an der Börse handle und auch verschiedenen Online-Brokerage oder Brokerage-Konzepten. Unser ELF-Projekt beschäftigt sich damit, dass wir eine Markt- oder eine Marktsimulation schreiben wollen, die webbasiert ist. Also wir wollen den Studenten die Möglichkeit geben, Märkte, wie sie live funktionieren, in ihrem Browser zu erleben und auch selber aktiv daran teilzunehmen. Und das, was sie in der Vorlesung quasi theoretisch lernen, einfach zu Hause ausprobieren zu können und sich da ja im Selbststudium offline oder online in dem Fall weiterbilden, aber offline von der Vorlesung. In unserem Bereich war es so, dass wir einfach die Studenten gefragt haben, was können wir noch besser machen. Also wir haben ein Tool, das wird bereits eingesetzt in der Übung. Das läuft aber lokal bei uns am Lehrstuhl an dedizierten Rechnern, die genau dafür eingerichtet sind, dass die Studenten es da benutzen können. Wir haben überlegt, okay, wenn jetzt jemand was nicht verstanden hat in der Übung oder wenn er mit der Software gearbeitet hat, wäre es dann nicht toll, wenn wir das Ganze auch online oder elektronisch dann in dem Sinne im Browser bereitstellen würden. Und haben auch die Studenten befragt und die Studenten haben gesagt, ja, das wäre super. Also wir haben eine Umfrage gestartet und da war sehr positives Feedback bezüglich einer webbasierten Lösung von diesem Tool der Fall. Und deshalb haben wir gedacht, nehmen wir den ELF-Fonds oder den E-Learning-Förderfonds einfach, um das quasi in die Realität umzusetzen. Die Akzeptanz, also momentan sind wir noch dabei, es zu entwickeln. Also reales Feedback von Studenten zu dem aktuellen Entwicklungsstand haben wir noch keines, weil das erstmal alles aufgesetzt werden muss, umgesetzt werden muss. Und sobald das der Fall ist, können wir natürlich erst Feedback einsammeln. Genauso spannend und schnell vorangehen wie momentan, wäre, glaube ich, ganz super. Und natürlich dann einen großen Mehrwert liefern beim Einsatz in der Lehre.